Das bin ich, Lene. Das ist Tobi. Und das ist unser Bulli Elmar, mit dem wir die nächsten 2 Monate durch Schweden reisen werden. Wir sind in Schweden angekommen und stehen an dem schönsten Stellplatz gerade, direkt am See, mitten in der Natur, und es ist so traumhaft schönes Wetter für Mitte Mai. Wir waren schon zapfen und sind die letzten Tage erstmal richtig angekommen. Wir sind 3 Tage ziemlich viel Auto gefahren und das war natürlich ganz schön anstrengend mit unserem alten Bulli, aber jetzt sind wir da und es ist einfach nur schön. Es ist für uns das 4. Mal in Schweden in 4 Jahren. Wir kommen jedes Jahr wieder, weil dieses Land uns einfach so unglaublich erdet. Es strahlt so eine Ruhe und so eine Stille aus, die sich einfach direkt auf einen selbst überträgt. Und es ist so, so schön und ich freue mich riesig auf die nächsten 2 Monate hier. Und ja, wir sind mit 2 Freunden unterwegs, Angie und Silvester. Die werdet ihr sicherlich in diesem und in den nächsten Videos zwischendurch immer mal wieder sehen. Und es wird, glaube ich, eine ganz schöne Zeit. Auf Reisen können in kürzester Zeit die schönsten Verbindungen entstehen. Angie und Silvester haben wir vor 2 Jahren über Instagram kennengelernt und seit wir letztes Jahr gemeinsam für 2 Wochen durch Schweden gereist sind, gehören sie zu unseren Lieblingsmenschen. In kurzer Zeit haben wir uns so intensiv kennengelernt, weil wir 24/7 zusammen verbracht haben. Gemeinsam spielen, stricken, arbeiten,
Taylor Swift hören und uns von Silvester bekochen lassen. Zusammen Kaffee trinken und selbstgebackenes Brot essen, am Lagerfeuer sitzen und von unseren Träumen und Ängsten sprechen. Solch besondere Verbindungen sind selten, aber es gibt sie. Und wenn sie entstehen, dann muss man diese Menschen ganz doll festhalten. Richtig eisekalt. Deshalb erledigen wir heute ein paar Sachen, wir gehen zum Stellplatz und gehen einkaufen.
Wir sind heute an einen neuen Stellplatz gefahren. Es wird langsam schon dunkel. Es ist schon richtig spät. Wir haben noch keinen Abend gegessen. Und auch ziemlich kalt. Langsam kommen die ganzen Mücken raus. Tobi und Silvester machen gerade Feuer und hacken Holz. Und wir kochen uns jetzt einfach nur schnell Nudeln. Und während die anderen draußen zugange sind, bereite ich schon mal unseren Schlafplatz vor. Und so schön die ersten Tage unseres Schwedenabenteuers auch waren, gab es doch auch Momente, in denen ich unsere große Couch und unser gemütliches Zuhause in Köln vermisst habe. Ich habe direkt am Anfang meine Periode bekommen und mich in der ersten Woche leicht angeschlagen und kränklich gefühlt. An solchen Tagen, an denen man sich am liebsten allein einkuscheln und vor der Welt verstecken will, ist es mit so begrenztem Platz auf 4 Quadratmetern und dauerhaftem Chaos im Van immer eine kleine Herausforderung. Es gibt keine räumliche Trennung, kein Badezimmer und wenig Abstand. Ich versuche mir dann im Bulli diesen Wohlfühlort zu schaffen, den ich sonst zu Hause habe. Ich nehme mir die Zeit und die Ruhe, die mein Körper braucht und tue Dinge, die mir gut tun. Ein Tee kochen und ihn tagsüber im Bett trinken, obwohl alle anderen draußen in der Sonne sitzen. Mich meinem Strickprojekt widmen und Taylor Swift hören. Mich einkuscheln und Netflix schauen. Schokolade und Nudeln essen. Zeit allein verbringen und mich einigeln. Wenn es mir nicht gut geht, brauche ich immer etwas Abstand und ruhige Zeit für mich. Und hier versuche ich die gleichen Dinge, die ich zu Hause auch machen würde, mit meinen etwas begrenzteren Möglichkeiten auch zu machen. Und am nächsten Tag sieht die Welt meist schon wieder ganz anders aus. So langsam kommen wir auch zum Ende vom Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so richtig angekommen bin in Schweden, aber vor allem auch im Bulli. Ich habe dieses Jahr irgendwie ein bisschen länger gebraucht für den Umstieg von unserer Wohnung und jetzt wieder das Leben im Van mit so wenig Platz, auf 4 Quadratmetern alles dabei, was man für 2 Monate braucht. Aber ja, jetzt fühlt es sich richtig an. Und ich würde mich riesig über euer Feedback zum Video freuen. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat und schreibt vor allem gerne auch mal, was ihr euch vielleicht für die nächsten Videos wünschen würdet, ob ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen habt, die ihr gerne sehen würdet. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.